Hallihallo und willkommen zu einer neuen Serien-Review. Heute mal wieder mit einer Marvel-Serie, Cloak and Dagger, Staffel 2. Ja, ich muss sagen, also im Vorhinein muss man einfach sagen, ich kenne Cloak and Dagger natürlich irgendwie aus den Serien, und, also aus Zeichentrickserien bzw. auch Comics irgendwie, habe aber nicht so den größten, nicht den größten Zugang zu denen bis jetzt gehabt. Und fand auch die erste Staffel irgendwie unterhaltsam und das war auch immer nett, was von denen zu sehen. Aber trotzdem kein Vergleich halt zu dem Arrowverse oder Agent of S.H.I.E.L.D., geschweige denn sowas wie Daredevil. Na, und jetzt halt kommt die zweite Staffel und ich als Marvel-Fan gucke das natürlich weiter. Es ist auch noch längst nicht so schlecht wie Runaways, aber wenn ich höre, dass jetzt auch ein Crossover zwischen Cloak and Dagger und Runaways kommen sollte, habe ich Angst. Und ja, jetzt halt zu der zweiten Staffel. Beide versuchen in ihrem Ort Drogenhandel und ähnliches zu verhindern, sodass allgemeine Mayhem, eigentlich so die interessanteste Charakterin jetzt in dieser Serie, kommt es hier mit einer zweiten Persönlichkeit zu tun. Ist sehr interessant, finde ich. Wird dann halt auch ein bisschen eiskalt und ist sehr cool, finde ich. Ein Menschenhandel scheint ja auch irgendwie stattzufinden. Und dann treffen sie halt auf Andre Despair, der zuerst nett wirkt, aber dann doch mehr dahinter steckt, als man denkt. Beide werden auch am Ende dann mit ihren größten Ängsten ausgesetzt und versuchen dann halt einfach zusammen als Team über sich hinauszuwachsen und den Gegner natürlich zu besiegen. Ja, ich muss sagen, im Großen und Ganzen, es war halt jetzt so richtig grob erzählt, ohne irgendwas groß zu spoilern, weil es auch irgendwie nicht wirklich viel zu erzählen gibt. Es ist nichts in dieser Staffel passiert oder generell in dieser Serie, wo ich jetzt sagen muss, ey Leute, darüber müssen wir jetzt reden. Na, das war richtig heftig. Das passiert hier einfach nicht wirklich. Darum auch generell eine recht langweilige Story. Ein Gegner, der nicht wirklich zu gebrauchen war, fand ich persönlich. Tyrion und Tandy sind natürlich trotzdem irgendwie sympathisch, interessant, so als Charaktere selber. Natürlich auch, wenn sie ihren Ängsten gegenübergestellt werden oder so als Partner halt. Mayhem war hier aber trotzdem wirklich die interessanteste mit dem besten Charakter, weil ich aber auch halt multiple Persönlichkeiten sehr gerne mag. Das war ja auch bei, ich glaube, das war Jessica Jones Staffel 3, oder? Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr. Irgendeine Serie hatte da auch eine, die das so ähnlich hatte. Genauso gibt es, genauso gut wie die erste Staffel eigentlich, beziehungsweise genauso langweilig eigentlich. Also, ich sag mal so, wer die erste Staffel von geil fand, wird hier wahrscheinlich auch sehr viel Spaß dran haben. Wer die erste Staffel langweilig findet, wird wahrscheinlich hier genauso gelangweilt sein. Wie schon gesagt, das ist halt wieder so eine Serie, die ich mir als riesen Marvel-Fan, weil es theoretisch auch mehr irgendwie zum MCU gehören könnte, irgendwie finde ich, ich habe halt diesen Verlangen, es zu sehen, weil wenn ich es nicht sehe, habe ich die Angst, dass ich irgendwas Cooles verpasse. Aber im Nachhinein sage ich ganz klar, braucht man nicht sehen. Am meisten, wenn man halt nicht in dieser Superheldenwelt drin ist, dann braucht man es eigentlich nicht sehen. Also da kann man sich wirklich auf andere Superhelden-Serien wie Daredevil, Gotham oder was weiß ich was stürzen, als auf Cloak and Dagger. Also das ist wirklich so ein Fall für die ganz harten Fans, muss ich mal sagen. Kann es natürlich sein, für Leute, die in die Comics halt sagen, Tyrone und Tandy sind ihre Lieblingscharaktere aus der Comicwelt, dass sie natürlich noch viel, viel mehr Spaß dran haben. Aber ich bin leider keiner davon und habe deswegen auch weniger Spaß daran. Nicht wirklich sehenswert und bekommt deswegen auch nur eine 6,5 von 10 von mir. Es gibt's halt, es ist halt nicht alles toll in der Superhelden-Serienwelt. Ja, ich mag trotzdem vieles davon. Aber Cloak & Dagger ist dann doch leider nur eine der unteren Sachen. Ja, das soweit dazu. Schreibt ihr jetzt mal in die Kommentare, was ihr von dieser Staffel denn haltet. Vielleicht liebt ihr sie oder generell zu der Serie und den Figuren. Und das soll es dann auch gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.